Hallo Leute, ich bin Arne, ihr seid hier bei Level Complete, wir haben Folge Nummer 3. Und zwar die Challenge in der zweiten Staffel, schön, dass ihr dabei seid. Ich spiele heute Thomas Was Alone. Holger, letztes Mal hast du Patapon 3 gespielt, ich bin überrascht, dass du so, also dein Rhythmusgefühl hat mich nicht vom Hocker gehauen. Ich habe immer noch extrem Bock, das Spiel zu spielen, ich glaube, dass das ziemlich cool ist. Wenn man so ein bisschen... Gut, jedenfalls spiele ich heute Thomas Was Alone. Und das ist ein Spiel, was zwischen 2012 und 2014 auf sämtlichen Geräten, die einen Bildschirm hatten, erschienen ist. Also PC, Mac, Linux, Konsolen, PS4, Xbox One, was es alles so gibt. Und eben die letzte Version auch auf der Wii U, wo ich das drauf spiele. Hierbei ist das Gamepad, anders als beim letzten Titel Affordable Space Adventures, tatsächlich völlig irrelevant. Man kann es auch problemfrei mit sämtlichen Controllern spielen, weil das Gamepad einfach genau das gleiche zeigt wie der große Bildschirm auch. Was natürlich auch heißt im Gegenzug, dass man sich problemfrei auch mit dem Gamepad irgendwo hinsetzen kann, um das irgendwie mobil zu spielen, sprich auf der Couch, während der Fernseher läuft. Das ist halt kein Problem. Worum geht's bei Thomas Was Alone? Das Spiel ist ein Plattformer, ein Rätselplattformer, der mit sehr einfachen Formen auskommt. Thomas ist ein rotes Rechteck, ein etwas längliches, aufgerichtetes Rechteck und am Anfang wirkt es tatsächlich so, als sei er alleine und er hat eine Persönlichkeit, denn es gibt während dieses Spiels einen Sprecher und der erzählt halt die Geschichte von Thomas und von allen weiteren Figuren, die ihr im Laufe des Spiels kennenlernt und mit denen ihr dann diese Rätsel bestreiten müsst. Der zweite ist zum Beispiel, ich glaube, er heißt Christopher, ist so ein kleinerer Würfel, der nicht so hoch springen kann. Dann gibt es einen sehr langen John, der halt sehr... Long John? Ja gut. Der halt sehr, sehr hoch und weit springen kann. Dann gibt es irgendwann einen flachen, der als Trampolin benutzt werden kann. Und dann gibt es irgendwann einen großen blauen, den könnt ihr hier auch auf dem Bildschirm gerade sehen, der sogar schwimmen kann. Das können die anderen nicht, die sterben dadurch. Ich demonstriere tot. Und die haben alle eine eigene Geschichte. Ihr werdet quasi während des Spielens von diesem Spiel total zugelabert. Das ist kein... heutzutage jedenfalls nicht mehr, 2018 ist es kein faszinierendes Prinzip mehr, denn es gibt auch diverse andere Spiele, die das machen, so Rätseleinlagen, leichtere Jump-and-Run-Geschichten, dabei eine Geschichte erzählen, zum Beispiel jetzt gerade kürzlich für die Switch erschienen Sally's Law, hat genau das gleiche Thema quasi, man spielt mehrere Figuren, bei Sally's Law halt zeitlich nacheinander, hier eben gleichzeitig, also ihr könnt die Figuren halt alle zwischen den Figuren wechseln mit den Schultertasten. Und müsst dann halt diese Rätsel bestehen. Und das Problem ist halt, dass die nicht alle alles können. Und manche sind halt zu hoch, um durch schmale Abschnitte zu kommen. Und andere sind halt, können nicht hoch genug sprengen. Und dann gibt es halt dieses Wasser, was noch ein zusätzliches Hindernis ist. Und da kämpft ihr euch quasi so durch diese Level durch, um letztlich von eurem Startpunkt in diesen sehr abstrakten Welten zu den kleinen euren Figuren entsprechenden Zielpunkten zu gelangen. Und dadurch dann quasi das Level zu beenden. Das Ganze ist nicht so lustig, wie es klingt. Also ich fand es okay, das Spiel, aber es ist nichts, was mich länger bei der Stange hält. Diese Geschichte, also die Geschichte, die erzählt wird hinten drin, die Geschichte, die währenddessen erzählt wird während des Spielens, die ist ganz nett anzuhören. Der Sprecher ist sehr gelungen. Ihr habt zwar viel Text zu lesen auf Deutsch, weil der nur Englisch redet, aber es klingt halt sehr, sehr ansprechend und die haben halt alle eigene Sorgen und Nöte, diese kleinen Quadrate, was ihnen Persönlichkeit gibt. Es ist letztlich nichts, was mich vom Hocker haut. Das Spiel scheint nicht super umfangreich zu sein. Ich habe jetzt ungefähr eine gute halbe Stunde gespielt. Ich habe ungefähr 40% des Spiels hinter mich gebracht. Bin jetzt in Level 3.9 gekommen. Also es gibt anscheinend 11 Level, jeweils mit irgendwie 10 Unterlevel. Also die sind so ein bisschen thematisch sortierte Welten. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Vielleicht wird es auch noch spannender. Wer auf so Rätselkram steht, der kann sich das gerne mal geben. Boah, es ist halt so ein Rätselspiel, ne? Das muss man nicht unbedingt gespielt haben. Abgesehen davon läuft es auch auf der Wii U und nicht auf einem 3DS oder auf einer Switch. Es läuft allerdings auch auf Android und iOS. Also wenn ihr da Bock drauf habt, da gibt es das tatsächlich auch und kostet wahrscheinlich nur ein paar Euro. Ich würde es wahrscheinlich jetzt nicht weiterspielen. Holger, du darfst nächstes Mal das großartige Prügelspiel Dead or Alive 3 spielen.
Und Dead or Alive 3 ist das Spiel, was auf der Xbox erschienen ist. Und das ist ein 3D-Prügler und ich habe das Spiel exzessiv gespielt. Also ich kenne viele von den Figuren sehr gut und von den Moves auch und fand es total großartig damals. Also damals heißt 2002 oder was, wann das rauskam. Gefiel mir sehr gutes Spiel. Ich bin gespannt, was du davon hältst. Du bist ja mehr so ein 2D-Prügler als 3D-Prügler, aber wir werden sehen. Wie gesagt, das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr zugehört habt und eingeschaltet habt. Das ist eine relativ kurze Folge geworden diesmal. Macht aber nichts. Sie müssen ja nicht lang sein, denn ihr wollt ja kurz und knackig erfahren, was eigentlich Sache ist. Das ist auch unser Credo für die zweite Staffel hier von Level Complete. Wir machen die Sachen kurz, kompakt, knackig und ihr wisst sofort, worum es geht. Habt keine Zeit verschwendet bei Gameplay-Videos. Schön, dass ihr diese Woche dabei wart. Wir sind Level Complete Staffel 2. Das war die dritte Folge. Hier ist ein Video, was ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen habt. Guckt es euch an, es ist bestimmt total gut. Ihr könnt uns über diesen Knopf hier abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, drückt die Glocke, dann werdet ihr jeden Freitag um 17 Uhr daran erinnert, dass es uns gibt. Denn um die Uhrzeit jede Woche kommt unsere neue Folge. Freut euch auf die nächste. Bis dann. Ciao.